heiße Celine, bin 23 und wenn ich hier gewinne, bezahlt Papa mir die nächste Miete. Ich bin Mike, 50 Jahre und wenn ich gewinne, muss meine Tochter mich zum Essen ausführen. Ich bin Dennis, 30 und wenn ich gewinne, müssen beide ihre Schuld begleichen. Und damit herzlich willkommen zu Erkennst du den Song? Einem Kind-Eltern-Special. Applaus! Ja, liebe Freunde, wir haben euch ja gefragt, ihr habt da Bock drauf. Deswegen haben wir uns gerade für heute ein tolles Tochter-Vater-Pärchen eingeladen zu meiner Rechten. Ganz, ganz großer Applaus. Celine. Und zu meiner Linken, allein wegen seinem Verein, ganz großen Applaus, Schalke 04-Fan Mike. Danke. Ich würde dir den Sieg gerne schenken, aber ja. Du kennst das ja von deinem Verein. Hier, Gewinne ist ein bisschen schwierig aktuell. Wenn ihr auch Bock habt, mit eurer Mutter, eurem Vater zu kommen, dann schreibt uns auf Instagram oder kommentiert jetzt natürlich Lieblingssong auch noch in die Kommentare, Alter. Und welches Geschenk bringt ihr uns mit? Wie schätzt du deine Chancen ein? Ja, also gegen Papa, ich glaube, der verliert. Aber so bei dir bin ich mir so ein bisschen... Ja, ich bin nicht zu unterschätzen. Weil du hast natürlich ein... Wo sind deine Stärken? In welchen Musikbereichen? 80er, 90er, würde ich sagen. Aber natürlich Glück hab. Aber da kommen natürlich die besten Songs der 80er. Never Forget. Auf jeden Fall. Ich bin überall zu Hause. Mal gucken. Vielleicht auch was von den Schlümpfen hatten wir auch schon mal dabei. Und dann würde ich sagen, Migi, gib uns mal den ersten Song. Phil Collins in the Air Tonight. Aber kennst du auch Phil Collins, oder? Ja. Ja. Nico Santos, Play with Fire. Kommt mit euren Geschenken, dürft ihr die mir leider nicht übergeben, aber ihr könnt ja mal zeigen nacheinander, was habt ihr mitgebracht? Celine, Ladies First, was ist da in der Dose? Also ich habe mich entschieden für euch zu backen. Muffins! Wow! Natürlich vegan, glutenfrei, hackfrei, die knallen uns gleich hinter die Binde. Mike, du hast auch noch eine Tüte da unten. Was ist das? Falls keiner die komischen Dinger da mag, eine Ananas. Das ist Menderes Batschi mit You Are Not Alone. Man hätte es fast nicht erkannt, dass es nicht Michael Jackson ist. Es ist natürlich Menderes. Auch ein großer Freund dieser Sendung. Grüße gehen raus nach Langfeld. Mach mal die Rolle in hoch. Weiter geht's. Bones MC Roadrunner. Aber das hört sich doch alles gleich an, oder? Alles, das ist eh nicht meine Musik. Also, ist alles gleich. Wie ist sie als Tochter, wie ist Celine als Tochter? Ist sie schwierig, ist sie einfach? Wie versteht ihr euch? Ich sag mal so, sie war schwierig, als wir auch zusammen gewohnt haben. So aufräumtechnisch und seitdem sie eine Wohnung hat, also Schuhe aus und sauber, also muss ich sagen. Alles picobello, so muss es natürlich sein. Celine, wie würdest du deinen Vater einschätzen? Was magst du in ihm besonders gern? Sein Geduldsfaden. Nein, also ich glaube schon, dass ich einen coolen Papi habe. Ja klar, können wir jetzt schon mal bestätigen, oder? Ja, wer? Brooke Hackbrenner, Sky in the Sand. Da ist noch ein Feature bei. Noch? Echt? Aber fast richtig oder nicht? Nee, fast richtig gibt's nicht. Altersbonus. Muss ihr entscheiden. Ja. Als wäre so Fritz noch gewesen, ne? Ja, immerhin. Ich lasse es gelten. Danke. Okay. Es wird ein schöner vorletzter Platz. Ich freue mich jetzt schon drauf. Celine, was machst du in deiner Freizeit so? Ich reite, ich versuche halt so ein bisschen Outdoor-Sport zu machen, einzeln mit Freunden treffen. Also wirklich so reiten, so auf dem Pferd steigen, ist für mich ja der absolute Horror, muss ich ehrlich gestehen. Also wirklich. Ich habe immer Angst, dass das Pferd dann austritt und mich vom Sattel schmeißt oder so. Also was hast du für Hobbys, Mike? Im Moment eigentlich Motorradfahren. Ich habe jetzt frisch einen Führerschein und jetzt... Midlife-Crisis. Jetzt halt schön. Hast du auch so Flammen auf deinem Motorrad? Und Fuchsschwanz, ja. Nein. Oh nee! Och Mann! Oh.
Nickelback, How You Write Me. DJ Ötzi, ein Stern. Nick P, keine Ahnung. Nur. Hast du Nick P geraten oder hast du es gewusst? Nee, gibt nur. Entweder von dem oder zusammen. Ja. Also von daher. Ihr kommt aus dem Ruhrgebiet, aus der Nähe Unna und das ist natürlich auch der Partyschlager zu Hause, oder? Natürlich. Was hört ihr so? Gibt es irgendwelche Künstler? Du gar nicht? Komm, schön Partyschlager. Ja, Rudi, das Russischwein, aber das war natürlich unser Song, ja. Ariana Grande, Thank You Next. Ihr seid ein gutes Duo. Geht doch mal zu Wer weiß denn sowas oder so. Könnt ihr gut abreißen. Ja? Ja, echt? Gut. Ja, cool. Ich sagen. Also wir bewerben uns. Ja. Vater, Tochter, jetzt ab ins deutsche Fernsehen. Sommer aus der Stars. Ja. Promi Big Brother. Dschungel hinterher noch. Machen wir auch noch. She's crazy like food. Bonnie M, Daddy Cool. Ach, Mann, ja! Mann, ja! Ja! Mann, ich hab mich nicht getraut! Ich hab mich nicht getraut zu buzzern, ey! Ich dachte, du verlierst und jetzt passiert dir sowas. Ja, sorry. Das ist immer. Du musst immer tief stapeln. Das letzte Mal, dass ich dich irgendwo mit hingenommen habe. Dein Sieg ist ja nahe, wir können ja schon mal darüber reden, wo du ihn zum Essen ausführst. Ja, so Fastfood-Kette mit dem M, das reicht. Nein, es muss schon luxuriös sein, auf jeden Fall. Luxuriös. Unglaublich. Von der eigenen Tochter beschissen, ja. Ne? Deswegen habe ich keine Kinder. Justin Bieber, Showman ist Monster. Hast du auch damals viele Poster gehabt bei dir im Zimmer von verschiedenen Leuten? Ja, ich hatte. Welche? Mike, sag mal. Ach, nur hier. Nur, was denn? Der Bieber, wie heißt der? Bieber, Justin Bieber. Justin Bieber, genau. Definitiv jede Menge. Auch und ganz am Anfang ja noch der von DSDS-Gewinner. Wie ist er noch? Was? Pietro Lombardi. Der erste. Mark Medloff. Nein, der erste. Alexander Klavs. Alexander Klavs, genau. Wow. Ja. Wow. Warst du auch Teil des Lochiversums? Nee, ich bin sehr so Team unsympathisch und so. Wow. Komm mit auf meine Umlaufbahn. Helene Fischer, Herzbaby. Ja, richtig. Wir können mal ganz kurz drüber reden, du bist ja Schalke-Fan. In was rätst du dem Verein? Nicht auflösen und Handball spielen, keine Ahnung. Die Auflösung, das ist ein guter Rat. Ach, Doppelmatchball. Aber Mama Mia. Mann! Direkt wieder zu Tisch zurück. Yeah. Boah, ich hab was liegen lassen. Echt, mal, das war schwierig, ne? Den hätte ich auch gewusst. Ja, klar. Aber Ladies first, ich meine. Du hast tatsächlich gewonnen. Das heißt, Papa, einmal Monatsmiete natürlich, dann fällig. Klatscht sehr behäbig. Ja. Dumm gelaufen, würde ich sagen. Celine, wie ist es für dich hier zu gewinnen? Ja, es ist, also ich habe endlich mal in meinem Leben was erreicht und das ist gerade sehr emotional für mich und ja, echt schön. Da kommt noch ganz viel mehr, was du erreichen wirst, bin ich stark von überzeugt. Sollen wir irgendwas in die verlinken, Celine? Instagram? Ja, ihr könnt mir bei Insta folgen, steht glaube ich in der Bio-Beschreibung, Celine Michelle. Und Grüße gehen raus an Dave von On Point und checkt alle Gurney's Son bei Twitch und YouTube aus für eher so Medium-Content. Nein, das ist es lustig. Check's aus. Sollen wir was von dir verlinken? Hast du irgendwas? Stay Friends? Facebook, ja. Facebook. Ich glaube, dich von unseren Fans, glaube ich, dich lasse lieber in Ruhe. Oben gibt's Sounds Off mit Deichkind und unten gibt's die letzte Folge. Erkennst du den Song? Grüße gehen raus. Bleib gesund. Tschö.